Studierende, liebe Dr. Faustus Interessierte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie sich von zu Hause aus zugeschaltet haben zum ersten der 5 Ringvorlesungstermine, die aufgrund der Umstände digital stattfinden müssen, dafür aber mit hoffentlich umso größerer Reichweite. Thomas Manns, Dr. Faustus, steht im Zentrum dieser Vorlesungsreihe, ein Roman, der gleich in doppelter Hinsicht hierher gehört, nach Lübeck, in Thomas Manns Heimatstadt sowieso und hierher in die Musikhochschule, wo die Aufnahmen stattfinden, insbesondere. Denn Dr. Faustus ist vor allem eins, ein Musikerroman, genauer die Biografie des fiktiven Komponisten Adrian Leverkühn, der mit dem Teufel in einen Bund tritt. Zusätzlich ist das Werk mit der einen oder anderen von Adorno beeinflussten musikwissenschaftlich gefärbten Passage gespickt. Die Ringvorlesung nimmt sowohl aus Musik- als auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive verschiedene Aspekte des Romans in den Blick. Dabei steht vor allem auch die Verknüpfung mit dem unmittelbaren Klangerlebnis im Fokus. Alle Vorträge werden von einem passenden musikalischen Programm durch Studierende der Musikhochschule begleitet. Dieser Einbezug des direkten Hörerlebnisses liegt nämlich geradezu auf der Hand. Zum einen aufgrund der Fülle an Verweisen auf real existierende musikalische Werke im Roman, zum anderen auch wegen der fiktiven Kompositionen Adrian Leverkühns, die Spekulation bezüglich ähnlich gestalteter realer Werke zulassen. Lassen Sie mich kurz noch etwas zum Rahmen des Projekts sagen. Die Ringvorlesung findet unter dem Dach der Initiative Lübeck hoch 3 statt und ist eine Kooperation der Musikhochschule Lübeck und der Universität zu Lübeck. Herzlich möchte ich an dieser Stelle bereits dem Lübeck hoch 3 Team und der Posse-Stiftung danken, sowie den Technikteams der Musikhochschule Lübeck und der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Ein besonderer Dank gilt natürlich auch den Studierenden, die sich musikalisch an den Veranstaltungen beteiligen und selbstverständlich vor allem der Referentin und den Referenten. Heute freue ich mich, Professor Dr. Wolfgang Sandberger begrüßen zu dürfen, der uns aus der musikwissenschaftlichen Perspektive in Thomas Manns Dr. Faustus einführen wird. Wolfgang Sandberger ist seit 1999 Professor für Musikwissenschaft an der Musikhochschule Lübeck und Leiter unseres hiesigen Brahms-Instituts. Er wurde 1986 mit einer preisgekrönten Arbeit zum Bach-Bild Philipp Spitters promoviert. Weitere zahlreiche Publikationen erschienen zur Musikgeschichte des 17. bis 21. Jahrhunderts, wobei Schwerpunkte auf Brahms sowie biografisch-historischen, rezeptionshistorischen und wissenschaftsgeschichtlichen Fragestellungen zu verzeichnen sind. Als Autor und Moderator ist er zudem für verschiedene ARD-Anstalten tätig. Nach dem Vortrag wird Viktor Soos aus der Klasse von Professor Konrad Elser für uns den zweiten Satz der Klaviersonate Opus 111 von Ludwig van Beethoven spielen. Zum Schluss möchte ich nur noch auf die Möglichkeit hinweisen, dass Sie im Chat Fragen stellen können, die wir auch schon während des Vortrags sammeln. Herr Sandberger wird im Anschluss an den musikalischen Beitrag in einer Live-Schalte auf Ihre Fragen und Kommentare eingehen. Also machen Sie gerne regen Gebrauch davon. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Studierende, Thomas Mann sei der musikbesessenste Autor der Weltliteratur, so hat ihn der Thomas-Mann-Kenner Hans-Rudolf Vaget einmal genannt, den musikbesessensten Autor der Weltliteratur. Die Musik, ja das Musikalische an sich, spielt wohl bei kaum einem anderen Schriftsteller eine so große, so wichtige Rolle. In unserer Ringvorlesung soll es speziell um den Dr. Faustus gehen. In dieser ersten Vorlesung möchte ich quasi das Terrain dazu eröffnen und darf daher etwas ausholen. Zunächst mit einem kursorischen Blick auf diese Musikbesessenheit von Thomas Mann, um vor diesem Hintergrund dann ein paar Aspekte hinsichtlich der Musik im Dr. Faustus aus meiner Sicht auszuloten. Zu den frühen musikalischen Schlüsselerlebnissen gehören für Thomas Mann natürlich die Besuche hier in Lübeck im Stadttheater, Lohengrin, Fidelio, Freischütz. Speziell Wagners Lohengrin bleibt vom allerersten bis zum letzten Besuch im Stadttheater
eine geistige Konstante für Thomas Mann. Ja, mit 79 produziert der Autor eine Wunschkonzertsendung im Studio Zürich für den Süddeutschen Rundfunk damals. Das ist genau im Jahr 1954. Und natürlich spielt da auch das Lohengrin-Vorspiel eine exklusive Rolle. Doch hören wir selbst Thomas Mann. Den Anfang machen wir also mit dem Lohengrin-Vorspiel. Der Gipfel der Romantik, möchte ich sagen. Und es ist ja kein Wunder, dass die Romantik ihren Gipfel nicht im Sprachlichen, nicht in der Dichtung, sondern in der Musik, in Tönen erreicht hat. Das Vorspiel lebt ja ganz von dem Gralsmotiv, das dann das ganze Werk durchzieht. Das Vorspiel ist eine Vorwegnahme der Erzählung des Lohengrin im dritten Akt. Es ist rein musikalisch gesehen in diesem Vorspiel, diesem in sich ganz geschlossenen Musikstück, eine Steigerung vollbracht, von der Richard Strauss gesagt hat, sie sei nie übertroffen worden und sei wahrscheinlich unübertrefflich, unüberbietbar. Und es ist interessant festzustellen, wie die Steigerung zum Höhepunkt, zu dem, was ich die Ankunft und Verwirklichung des Heiligen nannte, bewerkstelligt ist mit Tönen, die vorkommen in dem ersten Gespräch Lohengrins mit Elsa, nämlich dort, wo er sie fragt, willst du wohl ohne Furcht und Grauen dich meinem Schutze anvertrauen? Sie werden sehen, dass die Töne dieses dich meinem Schutze anvertrauen das Mittel ist, um das Gralsmotiv dann in seiner vollen Herrlichkeit mit den beiden Beckenschlägen heraufzuführen. Der leicht gekürzte Ausschnitt hier aus diesem Wunschkonzert macht deutlich, was in gut 2 Minuten doch alles über ein Stück ausgesagt werden kann. Vom Strauss-Zitat, das emotional auf das kompositorische Crescendo dieser Musik vorbereitet, über den Verweis auf den semantischen Konnex zum Lohengrin-Elsa-Dialog bis hin zum instrumentalen Detail der Beckenschläge. Nun, diese Musikbegeisterung von Thomas Mann hat natürlich vielfach Spuren hinterlassen in seinem literarischen Werk. Schon in dem ersten großen Lübeck-Roman Buddenbrooks kommt die Musik immer wieder ja ins Spiel. Eine Herzensangelegenheit ist die Tonkunst aber erst für den Jüngsten der Familie, für Hanno, den Verfallsprinzen. Hanno ist der einzige wirklich musikalisch in dieser Kaufmannsfamilie. Die meisten Buddenbrooks können mit Musik nichts anfangen. Ja, im Roman heißt es sogar, die Familienmitglieder konnten, ich zitiere, nicht einmal die Choräle erkennen, die in der Marienkirche gespielt wurden. So kommt die Musik von außen in die Familie. Die angeheiratete Gerda Arnoldsen bringt die Leidenschaft für die Tonkunst nach Lübeck. Gerda spielt Geige, der kleine Hanno Klavier. Beides erscheint in der Kaufmannswelt als exotisches Rückzugsgebiet. Zu den für den Musikhistoriker interessantesten Figuren aber in diesem Roman gehört der Marienorganist Edmund Pfühl, der mit der angeheirateten Gerda Buddenbrook im Austausch ist. Von Thomas Mann wird dieser Pfühl charakterisiert als groß, vielschrötig, mit einem üppigen Kopf voller rot-grauer Löckchen. Ästhetisch gesehen ist der Organist ein Konservativer. Sein Ideal ist der alte Kontrapunkt und er bewundert die, ich zitiere, unerbittliche, imposante, moralisch-logische Würde des strengen Satzes. Bach ist also der Favorit dieses Organisten. Umgekehrt hasst Pfühl die Musik Richard Wagners, parfümierter Qualm.
Doch allmählich kann Gerda Bundrug den Organisten bekehren, nicht gleich zu dem todessehnsüchtigen Tristan, aber immerhin zu den Meistersingern. Für die Figur des Edmund Pfühl gibt es tatsächlich, wie so oft bei Thomas Mann, ein reales historisches Vorbild. Thomas Mann hatte hier den Organisten Hermann Jimmertal vor Augen, der jahrzehntelang das Amt des Marienorganisten in Lübeck innehat. Jimmertal hat tatsächlich auch komponiert. Hier ein kleiner Eindruck seiner Fantasie im freien Stil. Es spielt Armin Schof an der Stellwagenorgel der Lübecker St. Jakobikirche. Fantasie im freien Stil von Hermann Jimmertal, der Mitte des 19. Jahrhunderts also Marienorganist in Lübeck ist und für Thomas Mann Pate gestanden hat, als Vorbild für die Figur des Edmund Pfühl im Lübeck-Roman Buddenbrooks. Aus Lübecker Perspektive damals vielleicht dann doch verblüffend in den Buddenbrooks, der Name Dietrich Buxtehude fällt in diesem Roman von Thomas Mann kein einziges Mal. Gut 40 Jahre später jedoch taucht Buxtehude dann im Dr. Faustus auf. Dort erscheint der alte Lübecker Meister in der Reihe von Komponisten, an denen der Musikenthusiast Wendel Kretschmer in Orgelkonzerten und Vorträgen Adrian Leverkühn eben in die Musikgeschichte einführt. In Basel,
da hört Lieberkühn gemeinsam mit Kretschmar eine Buxtehude-Kantate, eine Affektmusik, die, so Thomas Mann wörtlich, das Bibelwort mit erstaunlicher menschlicher Freiheit, deklamatorischer Ausdruckskühnheit behandelte und es mit einer rücksichtslos schildernden instrumentalen Gestik umkleidete. Dieser Eindruck war sehr stark und nachhaltig. Nun, diese Stelle im Dr. Faustus geht auf ein reales Buxtehude-Konzert zurück. Ein Basler Programmzettel vom 14. November 1943 belegt ein Konzert unter der Leitung von Paul Sacher, exakt mit der Programmreihenfolge, die im Dr. Faustus erwähnt wird. Dabei handelt es sich um die Buxtehude-Kantate »Nimm von uns, Herr, du treuer Gott«, sicher eine der schönsten Kantaten des Lübecker Marienorganisten. Das Programm also zeigt, Sie sehen es hier ja, die Programmreihenfolge, die im Dr. Faustus genannt wird und dort auf das Jahr 1907 vordatiert wird. Wie Thomas Mann an dieses Programm im amerikanischen Exil gelangt sein könnte, ist mir selbst noch unklar. Die Tatsache, dass die besagte Buxtehude-Kantate anders eben als Monteverdis Magnificat nicht als Basler Erstaufführung hier gekennzeichnet ist, lässt dann aber doch vermuten, dass es schon frühere Aufführungen gegeben hat. Möglicherweise in jener Rundfunkübertragung aus dem Buxtehude-Jahr 1937, von der wir aus einer Notiz von Thomas Mann ebenfalls erfahren. Es handelt sich um eine nicht näher bezeichnete Kantate, übertragen ebenfalls aus der Martinskirche in Basel. Nur mit den Buddenbrooks von 1901 und dem Dr. Faustus, der ja 1947 veröffentlicht wird, haben wir quasi die Spanne des literarischen Werkes von Thomas Mann umrissen. Im Blick auf die Biografie des Autors ist dies jener Zeitraum, in dem die technische Reproduzierbarkeit von Musik durch Grammophon und Radio den Musikbegriff dann noch revolutionierten. Der traditionelle Werkbegriff, wie er in der Autonomieästhetik und ganz konkret in den historisch-kritischen Gesamtausgaben des 19. Jahrhunderts ja paradigmatisch zum Ausdruck kommt, dieser Werkbegriff wird durch die genannten Medien aufgebrochen, zugunsten einer Vorstellung von Musik primär als Hörereignis. Als einer der ersten hat Walter Benjamin 1935-36 in seinem viel zitierten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« aus sehr kritischer Perspektive den Verlust der Aura des Kunstwerkes, das heißt den an Sinn, gesellschaftliche Geltung und Sphäre des Reproduktionsortes gebundenen Bedeutungskern der Kunstwerke beklagt. Grammophon und Radio lösten die musikalischen Werke tatsächlich ja aus dem ursprünglichen Funktionszusammenhang und machten sie allgemein verfügbar. Die Wiederholbarkeit der Musik, die Unabhängigkeit von Interpreten und vom originalen Aufführungskontext übten auch auf Thomas Mann eine Faszination aus. Ja, er habe für das Grammophon, so schreibt er, eine etwas ins Lasterhafte abbiegende Leidenschaft, wie er im Mai 1920 im Tagebuch schreibt. Zu einer Zeit übrigens, als die Erfindung des Grammophons ja schon sehr weit vorgestoßen war, aber eben doch auch jetzt in neue technische Dimensionen vorgestoßen war. Kaum je sind die ambivalenten Facetten dieses Mediums literarisch so eindrucksvoll beschrieben worden, wie in dem berühmten Grammophon-Kapitel des Zauberbergs. Dort ist das Grammophon der Schrein, die Quelle des Genusses, das Instrument, der Zauberkasten, die Truhe, ein Tempelchen, aber auch der gestützte kleine Sarg aus Geigenholz, eben ein Musiksarg. Sicher scheint, dass Thomas Mann noch vor Abfassung dieses Musikkapitels selbst ein Grammophon besessen haben muss. Über das Radio sind wir weit weniger gut unterrichtet, da die Tagebücher ja im Dezember 1921 abbrechen. Erst im Oktober 1923 folgt ja in Deutschland die Geburtsstunde des Rundfunks. Mit dem Rundfunk entwickelt sich zugleich eine gigantische Unterhaltungsindustrie damals, von der auch die Schallplatte nachhaltig profitiert. Schlager erzielten ungeahnte Rekordmarken, der Amüsierbetrieb mit Tanzmoden und Modetänzen
Tanzdielen und Tingeltangel mit Revue, Kabarett, Varieté und Kino erreicht neue Dimensionen. Doch kaum je wird Thomas Mann unmittelbar mit Foxtrot, Shimmy oder One Step in Verbindung gebracht. Geht es um medial vermittelte Musik, so dominiert in unserer Vorstellung eben der Zauberberg, auf dem das Grammophon zu einem Mittel höchst individuellen Musikgenusses wird. Schließlich mit Schuberts Lindenbaum zu einer pathologischen Rückneigung zur romantischen Sympathie mit dem Tode. Um hohe Kunstmusik geht es dort allenthalben. Doch auch in der unmittelbar auf den Zauberberg folgenden Erzählung Unordnung und frühes Leid aus dem Frühsommer 1925 spielt das Grammophon für Thomas Mann eine zentrale Rolle. Und auch in dieser Erzählung rückt mit dem elektronischen Wiedergabegerät Musik in den Mittelpunkt. Doch geht es eben nicht um Wagner oder um Castorps Wagner-Substituten, Schubert, Debussy, Bizet, Gounod oder Verdi. Nein, es geht tatsächlich um Unterhaltungsmusik, um ganz aktuelle Jazz- und Tanzmusik aus dem Jahr 1923. Wobei das Grammophon den bürgerlichen Salon des Geschichtsprofessors Cornelius gleichsam in einen kleinen, extravaganten Tanzpalast verwandelt. Im Thomas-Mann-Jahrbuch 2010 hatte ich selbst Gelegenheit, auf diese eher unbekannte Seite von Thomas Mann aufmerksam machen zu dürfen mit einer Studie zu dieser Erzählung. Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein Tanztee im Hause des Professors, der daran aber selbst eher wie ein Gast im eigenen Hause teilnimmt. Den Ton geben die Kinder. Mitten auf der Tanzgesellschaft erkundigt sich der Professor bei seiner Tochter nach einem Stück, das, ich zitiere, nicht übel schmachtet und exerziert und ihn durch gewisse Einzelheiten der Erfindung vergleichsweise anmutet. Wie heißt die Platte? Fragt er. Fürst von Pappenheim, tröste dich, mein schönes Kind, sagt sie und lächelt angenehm mit ihren weißen Zähnen. Zitiert wird hier die seinerzeit ganz aktuelle Operette Der Fürst von Pappenheim des prominenten jüdischen Operetten- und Schlagerkomponisten Hugo Hirsch, die 1923 in Berlin uraufgeführt wird. Also genau in der Erzählzeit dieser Inflationsgeschichte. Thomas Mann ist bei dem Schlagerzitat übrigens ein kleiner Fehler unterlaufen, denn der Titel lautet eigentlich Tröste dich, mein liebes Kind, nicht schönes Kind. Viel entscheidender freilich ist, mit welch feinsinnigem Humor hier der bildungsbürgerliche Provinzialismus des Professors auf die Schippe genommen wird, wie lässig seine Tochter angenehm lächelnd den kleinen Stachel gegen die provinzielle Unkenntnis des Papas setzt. Gewisse Einzelheiten der Erfindung hatten ja bei dem Professor immerhin einen positiven, angenehmen Eindruck hinterlassen. Und so wollen wir diesen besagten Schlager einfach einmal hören. Tröste dich, mein liebes Kind, und red nicht. Was nun mal nicht geht, mein Gott, das geht nicht. Und wenn dir auch dabei ganz jämmerlich zumut ist. Man kann nie wissen, liebes Kind, wozu das gut ist. Drum sag ich, tröste dich, mein liebes Kind, und red nicht. Geht, mein Gott, das geht nicht. Und wenn ihr auch dabei ganz jämmerlich zumut ist, man kann nie wissen, liebes Kind, wozu das gut ist. Dieses von Thomas Mann zitierte Beispiel zeigt das Tanzfest, das heißt das Grammophon und die darauf gespielte Musik bringen eine spezifische Lebenswirklichkeit in die Novelle ein. Das Zeitbild der 20er Jahre erhält gerade durch die Musik aktuelle lebensweltliche Konturen. Doch noch auf eine andere Weise spielt das Musikalische hier eine Rolle und ich gehe darauf ein, weil es eben dann für den Dr. Faustus auch eine ganz große Rolle spielen wird. Die literarische Komposition selbst nämlich folgt musikalischen Aspekten wie dem Leitmotiv. Aus der Ferne, aus dem Reservat seines privaten Arbeitszimmers, hört der Professor
nämlich immer wieder Klänge des Grammophons, denen er, ich zitiere, hauptsächlich nachhängt, wie es heißt. Diese neuartige produzierte Musik ist zugleich auf subtile Weise mit der Gedankenwelt des Professors verwoben, etwa durch das spanische Leitmotiv. Das spanische Zeitalter Philipps II. Und die Gegenreformation sind das Steckenpferd unseres Professors. Im Arbeitszimmer also lauscht Cornelius nun den Klängen des Grammophons, diesen, ich zitiere, sonderbaren Weisen der neuen Welt, jazzartig instrumentiert mit allerlei Schlagzeug, das der Apparat vorzüglich wiedergibt, und dem schnalzenden Geknack der Kastagnetten, die aber eben nur als Jazzinstrument und durchaus nicht spanisch wirken. Nein, spanisch nicht. Und er ist wieder bei seinem Berufsgedanken. Tatsächlich finden wir unter den damals veröffentlichten Tanzplatten des Jahres 1923 auffällig viele spanische Titel. Doch noch bemerkenswerter als dieser Zeitbezug ist die raffinierte, leitmotivartige Einbindung der technisch reproduzierten Musik in die eigentliche Gedankenwelt des Professors, sein spanisches Spezialgebiet. Was hier in dieser kleinen Novelle nur angelegt ist, finden wir nun im Großen auch im Dr. Faustus. Die Musik und das Musikalische wird uns im doppelten Sinne begegnen, als realer Gegenstand, aber auch in der Konzeption des Romans oder wie Thomas Mann selbst formuliert hat: Ich fühle es wohl, dass mein Buch selbst das werde sein müssen, wovon es handelt, nämlich konstruktive Musik. Für diese konstruktive, literarische Seite seien hier nur einige Motive genannt. Die Kälte etwa, das Lachen, die Migräne von Adrian Leverkühn, natürlich auch das magische Quadrat, der Ort Kaisers Aschern oder auch die kleine Meerjungfrau aus der Feder von Hans Christian Andersen. Wenn wir beim Lesen zum ersten Mal diese Motive hören, wenn wir ihnen zum ersten Mal begegnen, dann sind sie quasi semantisch noch gar nicht weiter aufgeladen durch die Kontexte. Ja, sie scheinen uns vielleicht zufällig oder beiläufig. Im Verlaufe des Romans aber werden sie mit Bedeutung aufgeladen und schließlich zu Chiffren, die eine Fülle von Zusammenhängen bis hin zum Verhängnis unseres Romanhelden aufschließen. Wer dann später, wie ich jetzt gerade, den Roman wiederholt liest, der begegnet diesen Leitmotiven von Beginn an ganz anders. So wie wir ja auch ein Variationsthema oder sagen wir ein Wagnersches Leitmotiv anders hören, wenn wir es bereits kennen und wissen, was noch alles mit diesem Thema bzw. diesem Motiv in der weiteren Dramaturgie eines Bühnenweihfestspiels alles passieren wird. Thomas Mann bedient sich hier also eines musikalischen Verfahrens, das neben der reinen motivischen Arbeit, auch das ja schon ein musiktheoretischer Begriff, auch andere kompositorische Parameter ins Spiel bringt, in analogen Begriffen gesprochen Dynamik, Instrumentation, Kolorierung, kontrapunktische Verknüpfung mit anderen Motiven und vieles mehr. Wie weit tatsächlich über solch differenziert eingesetzte Leitmotivik hinaus konkrete musikalische Konstruktionsprinzipien nun im Dr. Faustus angewandt worden sind, darüber kann man streiten, darüber ist schon viel diskutiert und auch spekuliert worden. Von der Erkenntnis, Thomas Mann habe dem Roman eine dezidiert dodekaphonische Struktur gegeben, bis hin zu dem versuchten Nachweis, dass der Roman ganz nach dem Modell der Klaviersonate Opus 111 von Beethoven komponiert sei. Doch auch hier ist dem geschätzten Kollegen Volker Scherlies zuzustimmen, auf den ich mich auch im Folgenden mehrfach beziehen darf. Beziehungszauber wird leicht zu Beziehungswahn oder gar Beziehungszwang, schreibt er. Unbedingt empfehlen darf ich Ihnen also den Text von Volker Scherlies, der gerade übrigens auch in einem neuen Band wieder abgedrückt worden ist. Werkstatt Musikgeschichte heißt dieser neue, von der Musikhochschule Lübeck herausgegebene Band. Und ich darf Ihnen diesen Text zum Dr. Faustus unbedingt ans Herz legen. Für uns Musikhistoriker, sprich auch ganz konkret für mich, sind im Dr. Faustus ja letztlich dann weniger die vermeintlich musikalischen Konstruktionen von Interesse oder die, sagen wir, poetologischen Analogien zwischen Musik und Literatur, Literatur und Musik, sondern mich interessieren natürlich vielmehr die konkreten musikalischen Bezüge. Und so denke ich, wird es Ihnen, liebe Studierende, in erster Linie auch gehen, wenn Sie sich mit dem Text beschäftigen.
Die Musik ist in den Worten des Autors in diesem Roman freilich nur Vordergrund und Repräsentation. Sie war nur Paradigma für Allgemeines, nur Mittel, die Situation der Kunst überhaupt, der Kultur, ja des Menschen, des Geistes selbst in unserer durch und durch kritischen Epoche auszudrücken, wie Thomas Mann schreibt. Und doch hat sie dabei eine ganz spezifische Funktion. Was Thomas Mann im Roman nicht explizit, dafür aber in der Entstehung des Dr. Faustus ganz offen formuliert ist, die Musik ist für ihn die deutscheste aller Künste. Der Untertitel des Romans lautet ja bezeichnenderweise auch Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Dass Faustus bei Mann nicht wie bei Goethe als Magier und Universalgelehrter, sondern als Tonsetzer vorgestellt wird, ist eben nicht nur äußerlich. Nein, hier kommt eine Denkfigur des deutschen Bildungsbürgertums ins Spiel, nämlich die Vorstellung, die Musik sei eine spezifisch deutsche Kunst. Das nationale Überlegenheitsgefühl kommt in dieser Denkfigur offen zum Ausdruck. Sie gründet in der Dualisierung von tiefgründiger Kultur auf der einen Seite und oberflächlicher Zivilisation auf der anderen. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Erbfeind Frankreich wird dieser Dualismus im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder in Stellung gebracht. Insofern ist die Musik im Faustus auch ein Paradigma für deutsche Kunst überhaupt, ja für das Deutsche bzw. für Deutschland selbst. Diese Perspektive schwingt durchaus auch im Detail mit, etwa im spezifisch konkret musikalischen der Beschreibungen bestimmter Stücke wie dem Meistersinger-Vorspiel oder auch der dritten Leonoren-Ouvertüre. Eine im Vergleich zu allen anderen literarischen Verarbeitungen von Musik ganz besondere Herausforderung ergibt sich aber in diesem Roman für Thomas Mann natürlich durch das Sujet selbst. Von welchen Beschaffenheiten sind die fiktiven zeitgenössischen Kompositionen des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn? Und wie sollten sie substanziell konkret auch beschrieben werden von Thomas Mann? Zunächst fällt auf, dass der Verfasser des Faustus bis in die Jahre seiner amerikanischen Emigration hinein in seinen literarischen Beschreibungen und offenbar auch in seinem Interesse nicht sehr weit über den französischen Impressionismus hinausgekommen ist oder hinausging. Mehrfach beteuert er, dass zeitlebens die Musik von Richard Wagner seine musikalische Heimat sei, seine musikalische Heimat geblieben sei, insbesondere die Dreiklangswelt des Rings, wie er für einen Musikhistoriker dann doch etwas eigentümlich formuliert, die Dreiklangswelt des Rings. Volker Schellhies hat daraufhin die Tagebücher und Briefe von Thomas Mann in den 20er und 30er Jahren durchgesehen und festgestellt, dass ihm in diesem Zeitraum nahezu alle später im Hinblick auf Leverkühn naheliegenden Namen fehlen. So bemerkt Thomas Mann in einem Brief aus dem Jahr 1932 eher beiläufig, dass er sich für die Kunst Igor Strawinskys lebhaft interessiere. Aber das ist die Ausnahme. Alban Berg etwa, der ihm einst zur Zeit des Josef einen begeisterten Brief geschrieben hat, auf den Thomas Mann dann auch geantwortet hat, dieser Alban Berg ist Thomas Mann mit seiner Musik nicht wirklich bekannt. Erst später, während der Arbeit am Faustus, erfährt er Einzelheiten über ihn. Ja, es ist deutlich, dass die neue Musik im emphatischen Sinne, also großgeschrieben mit Paul Becker, dass diese neue Musik den Autor erst im Zusammenhang mit seinem Faustus-Thema wirklich erst zu beschäftigen beginnt und das kaum aus Neigung zur modernen Tonkunst, sondern weil sie aus anderen Gründen, nämlich aus dem Sujet heraus, nahe lag. Ich verstehe mich auf die neue Musik sehr theoretisch, schreibt Thomas Mann. Ich weiß wohl etwas davon, aber genießen und lieben kann ich sie eigentlich nicht, schreibt er noch 1951 an den Musikkritiker Hans-Heinz Stuckenschmidt. Wie dem auch sei, auch ohne spezifische Fachkenntnisse hat sich Mann dazu entschieden, seinen Faust eben statt zu einem Wissenschaftler zu einem Komponisten zu machen. Über den Aspekt des spezifisch Deutschen hinaus bietet die Musik dem Autor natürlich auch den treffenden Hintergrund.
Da ist die Ambivalenz von Heiligkeit und Dämonie, von Fluch und Erlösung, von Askese und Rausch, von Wärme und Kälte. Alles Attribute, die der Musik ja seit jeher attestiert worden sind. Und da war die offenkundige Krisis der überkommenen musikalischen Mittel, die Nähe der Sterilität, die eingeborene und zum Teufelspakt prädisponierende Verzweiflung. Dies sei, so sagt der Autor, in der Entstehung das Grundmotiv seines Buches, die eingeborene und zum Teufelspakt prädisponierende Verzweiflung. Um sich nun für dieses Buchprojekt die notwendigen Kenntnisse anzueignen, studiert Thomas Mann eine große Zahl musiktheoretischer Arbeiten, von Lexikonartikeln und speziellen Aufsätzen bis zu großen Abhandlungen, etwa Fritz Vollbachs Instrumentenkunde, Strawinskys Erinnerungen sowie Paul Beckers Beethoven und vieles andere mehr. Er las sie, wie er alles las, alles Interessierende mit dem Bleistift. Er nahm An- und Unterstreichungen und Notizen vor, übertrug viele auf ganz gesonderte Notizblätter, um sie schließlich mehr oder weniger gefiltert in seinen Roman zu übernehmen, teils ganz direkt, teils als Assoziation oder kaum mehr spürbare Anregung, oftmals in Kombination mit anderen Elementen im Sinne des ja bekannten Montageverfahrens bei Mann. Vor allem aber findet er im amerikanischen Exil eine Reihe hervorragender Musiker, durch deren persönlichen Umgang Thomas Mann ohnehin ja stärker, als es vorher je der Fall gewesen wäre, er mit Problemen des musikalisch-schöpferischen konfrontiert worden ist und die er nun um fachmännischen Rat fragen konnte. Arnold Schönberg zum Beispiel, Igor Strawinsky, Ernst Krenek, Hans Eisler, Ernst Toch, Arthur Rubinstein sowie Arthur Schnabel oder Otto Klemperer sowie den alten Freund Bruno Walter. Nicht zu vergessen auch den Sohn Michael, der ja selbst Berufsmusiker ist. Sie alle werden in der Entstehung des Dr. Faustus, dem Roman eines Romans, als musikalische Mittelsmänner von Thomas Mann genannt. Nach dem Erscheinen des Romans sind dann nicht nur Theodor Wiesengrund Adorno, sondern auch Arnold Schönberg ungehalten darüber, dass ihre Urheberschaftsverdienste um den Dr. Faustus mit keinem Wort im Roman erwähnt wurde, zumal Schönbergs Zwölftontechnik als Erfindung Leverkühns ja Eingang in den Roman gefunden hatte. Vor allem Schönberg hat unter dem Pseudonym Hugo Triebsamen den Dichter scharf angegriffen, erst eine Klarstellung im dritten Druck einer Lizenzausgabe von 1948 im Surkamp Verlag versöhnt Schönberg eine richtige Kontroverse, die auch öffentlich ausgetragen wird, auch in einem Spiegel, damals in einem Spiegel-Essay verarbeitet worden ist. Es erscheint nicht überflüssig, so schreibt nun Thomas Mann, es erscheint nicht überflüssig, den Leser zu verständigen, dass die im 22. Kapitel dargestellte Kompositionsart, Zwölfton oder Reihentechnik genannt, in Wahrheit das geistige Eigentum eines zeitgenössischen Komponisten und Theoretikers, Arnold Schönbergs, ist und von mir in bestimmten ideellem Zusammenhang auf eine frei erfundene Musikerpersönlichkeit, den tragischen Helden meines Romans, übertragen wurde. Überhaupt sind die musiktheoretischen Teile meines Buches in manchen Einzelheiten der Schönbergschen Harmonielehre verpflichtet, so Thomas Mann. Der eigentliche Ratgeber von Mann aber ist in musikalischen Fragen Theodor W. Adorno. Ja, dessen Anteil an den musikalischen Partien wurde so groß, dass er die ganze Entstehung des Dr. Faustus zunächst nur verfasste, um, ich zitiere, dem Dr. Adorno Kredit zu geben für das, was ich dreist von ihm genommen und was er mir am musikalischen mitarbeitend gegeben hat. Ein Akt der Loyalität, so Thomas Mann. Doch schon im Romantext selbst bringt Thomas Mann eine Hommage an den eigentlichen Familiennamen Adornos, Wiesengrund, im berühmten Opus 111 Kapitel, das uns zum Finale noch beschäftigen soll, ehe Victor Soos die Arietta dieser letzten Sonate, dieser großen zweisätzigen Sonate von Beethoven, für uns spielen wird. Die Sonate ist Gegenstand einer der Vorträge in der gemeinnützigen Gesellschaft zu Kaisersaschern, auch das schon wieder eine Anspielung natürlich an seine Heimatstadt
Lübeck, Sie kennen sicher alle hier, die 1789 gegründete, heute noch existierende Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit. Ja, Vorträge, mit denen der Musiklehrer Wendel Kretschmer bildend und anregend auf den jungen Adrian Leverkühn wirkt. Bei der Beschreibung dieses Vortrags zur Sonate Opus 111 handelt es sich um eine der berühmtesten Musikbeschreibungen, wenn nicht die berühmteste Musikbeschreibung in der Literatur. Jüngst erst hat die Dichterin Ulla Hahn in der FAZ offenbart, dass sie durch diese Beschreibung erst Beethoven für sich entdeckt habe. Meistens ist es ja genau umgekehrt. Man kommt aus der Musik und liest diesen Dr. Faustus-Roman und ist affiziiert von dieser Beschreibung. Sie kommt überhaupt erst durch diesen Roman wohlgemerkt, durch diesen ja sehr schwierigen und anspruchsvollen Roman, zur Musik Beethovens. Wiesengrund, grüner Wiesengrund, diese Silben waren es. Ich hörte die Musik in den Wörtern, den Silben. Diesen Silben musste ich auf den Grund gehen. Wie klang diese Musik, die mich allein durch einen Rhythmus dreier Silben und durch die Verschiebung des Rhythmus mittels zweier zusätzlicher Silben zu locken, ja zu rühren vermochte. Eine Musik, die ich hörte, ohne sie je gehört zu haben. Soweit Ulla Hahn. Und schöner lässt sich die Wirkmacht dieser Beschreibung doch kaum benennen. Musikhistoriker freilich können sicher lange darüber streiten, ob diese Beschreibung von Thomas Mann, ungeachtet ihres literarisch-ästhetischen Ranges, auch analytisch wirklich stichhaltig sei. Sie ist es nur zum Teil, in der Intention ohne Zweifel großartig, aber nicht in allen Einzelheiten zutreffend. Bekanntlich ist Thomas Mann auch hier den Erläuterungen von Adorno gefolgt. Offenbar war ein interpretatorisches Privatissimum vorausgegangen. Am 5. Oktober 1943 schrieb der Dichter an seinen wirklichen geheimen Rat, wie er ihn in der Entstehung nennt, folgendes: Ich wollte Sie noch bitten, mir in ganz einfachen Noten das Arietta-Thema des Variationensatzes aufzuschreiben und mir den Ton anzugeben, der bei den letzten Wiederholungen so eigentümlich tröstlich, vermenschlichend hinzukommt. War es ferner auch in diesem Satz, dass die Melodie mehr im akkordischen als in den wiederholten gleichbleibenden Obertönen besteht? Welcher Ton war es noch, der sich viermal bei wechselnden Akkorden wiederholte? Ich brauche musikalische Intimität und charakteristisches Detail und kann sie nur durch einen so erstaunlichen Kenner wie Sie gewinnen. Adorno schickt an Thomas Mann daraufhin ein Notenblatt mit dem Thema der Arietta und seinen erläuternden Zusätzen, die dann im 8. Kapitel Wendel Kretschmer in den Mund gelegt werden. Die Bemerkung zur fraglichen Stelle in den letzten drei Takten, wo in der Oberstimme die rechte Hand zunächst zweimal D und dann dreimal D erscheinen, lautet im Roman wie folgt. Und Kretschmer spielte uns mit arbeitenden Händen all diese ungeheuren Wandlungen, indem er aufs Heftigste mitsang, Dim-da-da, und laut hineinredete, die Trillerketten, schrie er, die Fiorituren und Kadenzen, hören Sie die stehengelassene Konvention? Da wird die Sprache nicht mehr von der Floskel gereinigt, sondern die Floskel vom Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit, der Schein der Kunst wird abgeworfen, zuletzt wirft immer die Kunst den Schein der Kunst ab. Dim da da, bitte zu hören, wie hier die Melodie vom Fugengewicht der Akkorde überwogen wird. Sie wird statisch, sie wird monoton, zweimal D, dreimal D hintereinander. Die Akkorde machen es dim da da. Bitte nun Acht zu geben, was hier passiert. Eine berühmte Stelle, wie sie in allen Ausgaben des Romans steht und immer wieder zitiert wird. Volker Schellis aber hat darauf aufmerksam gemacht, dass Adorno in seiner schwer lesbaren Handschrift natürlich keineswegs von Fugengewicht der Akkorde geschrieben hatte, was sollte das auch sein, Fugengewicht, sondern natürlich von ihrem Eigengewicht. Dies anzumerken soll hier am Ende keine kleinkarierte Beckmesserei darstellen, aber es wirft doch ein Licht darauf, dass Thomas Mann, wenn es um musikalische Terminologie ging, mehr Liebhaber als Kenner war. Doch was macht das?
Dennoch ist diese Beschreibung ja grandios, wie überhaupt der gesamte Roman, ein Schlüsselroman für jede Musikerin und jeden Musiker, den ich allen Studierenden nur wärmstens ans Herz legen kann. Bei aller Schwierigkeit, durch diesen Roman auch persönlich durchzudringen, alles zu verstehen, dennoch eine ganz große Literatur. Mit Wendel Kretschmar darf ich am Ende sagen, bitte nun Acht zu geben. Viktor Soos spielt für uns zum Finale die Arietta aus der Klaviersonate Opus 111 von Ludwig van Beethoven.